Rieke. Cool. Wir sind im Internet. Hi. Willkommen, Internet. Willkommen, Freunde, Familie, Eltern, MentorInnen und Teilnehmer, die wir natürlich schon das ganze Wochenende hier haben. Wir sind jetzt bei der Abschlusspräsentation, der Höhepunkt des Wochenendes. Und hier zeigen unsere Teilnehmenden, was sie dieses Wochenende gemacht haben, präsentieren das. Wir sind super gespannt. Also wir haben natürlich auch schon, wir wissen natürlich auch schon ein bisschen was über die Gruppen, aber die finale Präsentation ist noch immer was wirklich ganz Besonderes. Und es wird immer so laufen, dass die Gruppen nacheinander aufbauen. Die erste Gruppe, die auch schon weiß, dass sie die erste Gruppe ist, bevor sie angekündigt ist, darf schon mal anfangen aufzubauen, genau, damit wir gleich wechseln können. Okay, die kommt erste auf die Gruppe Bühne. Ist wir Safe the Alpaca. Wir können, glaube ich, kurz während die aufbauen nochmal Hallo sagen. Genau, also, ja, deswegen, ich wollte nur, dass sie schon mal anfangen aufzubauen. Genau, also soll ich anfangen? Fängst du an? Hallo, ich bin Philipp, ich komme aus Berlin, bin von Jugendhack, freue mich sehr, dass wir hier sind, hier in Hamburg. Was brauchen wir noch? Mikrofone. Die Mikrofone, die hat Danibo, glaube ich. Perfekt. Siehst du, es ist alles live. Genau. Ich bin noch an. Und sobald wir die Mikrofone haben, machen wir weiter mit der Begrüßung. Aber ihr könnt ja vielleicht erstmal dafür, dass wir jetzt dieses Wochenende hinter uns gebracht haben und diesen ganzen Teilnehmenden einen schönen großen Applaus geben, damit es schön losgeht. Ich bin übrigens Friederike, ich bin Teil vom Orga-Team von Jugendhackt Hamburg und durfte das Event mitorganisieren und darf jetzt auch heute mit moderieren. Die erste Gruppe verbindet zwei Dinge, die bei Jugendhackt generell sehr, sehr beliebt sind. Computerspiele und Alpakas. Alpakas ist übrigens auch das Motiv, was wir haben, das ist ein verpixeltes Alpaka. Und wir sind alle ganz große Fans von Alpakas und Computerspielen. Und diese Gruppe hat die beiden Sachen zusammengebracht. Und das stellen sie euch heute vor. Von daher einen großen Applaus für die erste Gruppe, Save the Alpaka. Erstmal hallo an alle. Auf jeden Fall unser Spiel, wie schon genannt, Save the Alpakas. Ist halt ein Spiel, was zwischen uns viel gemacht ist. Jetzt der Plan, den wir machen werden, ist, und zwar die Ideen, die wir am Anfang hatten, dann wie wir das gemacht haben und nochmal, was ist Scratch und insgesamt alles unser Spiel. Also auf jeden Fall, unsere erste Idee war, dass falls manche Rev kennen, ist es halt ein Spiel, wo man auf dem Meer ist und auf dem Floß, wo man halt Materielle suchen muss. Unsere Idee war jetzt, dass es auch auf dem Meer findet, unsere erste Idee. Deswegen, dass man halt auch auf dem Boot ist mit einem Alpaka, was man beschützen muss, dass es verschiedene Inseln gibt, die man bereisen muss, damit man Items und so weiter findet. Dann gab es nämlich noch eine Idee mit Dimension. Deswegen dachten wir uns, warum wandeln wir das nicht Ganze alles dann im Weltraum um? Also, dass es halt im Weltraum spielt. So. Deswegen, wie man hier sehen kann, der Gasplanet, das ist der, wo der Astronaut es heißt Gasplanet, weil die Aliens müssen in einer Art und Weise seine Luft rauslassen. Und ihr werdet gleich ungefähr sehen, wie das Spiel abläuft. Und bevor das, bitte ich euch nochmal zu hören, mit welchem Programm wir gearbeitet haben. Wir haben mit per Pixelart und Scratch gearbeitet. Pixelart war für die Grafik. Scratch ist irgendjemand von euch nicht Scratch kennt. Scratch ist ein Programm, das hauptsächlich aus Blöcken besteht, was sich sehr gut für Anfänger, junge Menschen und motivierte Menschen eignet. Die unterschiedlichen Farben eignen sich dazu, sich besser im Menü navigieren zu können. Jetzt zum Gameplay. Beim ersten Spiel geht es darum, dass man eine Rakete mit den Pfeiltasten rechts und links steuert und nicht gegen einen Kometen crashen darf. Die Kometen fliegen auf einen zu und man muss versuchen, ihnen auszuweichen.
Wenn man den Kometen nicht ausweichen kann, wird man zum Game Over Bildschirm weitergeleitet und das Spiel ist vorbei. Das ist hier auf dem Gasplaneten und man muss über die, man spielt einen Astronauten, der über die Steine springen muss und wenn man die berührt, dann wird die Punktzahl resettet. Und die braunen Kisten, das sind die Holzkisten, die bringen einen Punkt und die anderen, das sind die Metallkisten und die bringen drei Punkte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Super. Man sieht schon, wie wurde von der Regie gesagt, wo ich stehen darf. Man sieht schon, wie viel Arbeit da auch reinfließt in die unterschiedlichen Spiele. Hier die Spiele. Sie haben ja sogar mehr als ein Screen gehabt für die Spiele. Und generell ist das auch ein guter Einstieg in was JugendHackt generell macht. Also wir haben am Freitag immer eine Brainstorming-Session, da können die Jugendlichen selber ihre Ideen einbringen und sagen, das ist was ich gerne machen würde und das pitchen und dann finden sich darum Gruppen. Also natürlich dadurch, dass wir viel mehr Pitches haben als dann letztendlich Projekte, weil natürlich ein Projekt kein Einzelprojekt ist, wir wollen auch wirklich, dass das Teamprojekte sind, sorgt es dafür, dass wir nicht alle Projekte umsetzen werden, aber die Jugendlichen entscheiden sich dafür, welche Projekte sie umsetzen und haben dann das Wochenende Zeit, diese Projekte umzusetzen in der Unterstützung mit unseren MentorInnen. Ja? Genau. Und über den gesamten Kontext drumherum erzählt der Philipp noch ein bisschen was. Genau, die neueste Gruppe, Quizly, kann ja schon mal aufbauen. Ich sage euch noch ganz kurz, was JugendHackt eigentlich ist. Die meisten wissen es ja hier. Uns gibt es schon seit 10 Jahren. 2013 war das erste Event. Es hat mal mit einem Event Berlin angefangen. Dann hat sich ein Netzwerk entsponnen in ganz vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Berichten uns an programmierbegeisterte Menschen. Das heißt aber auch, dass man seine ersten Erfahrungen hier bei uns machen kann. Zwischen 12 und 18 Jahren wisst ihr ja selber, aber vielleicht guckt ja jemand zu, der das noch nicht weiß. Wir versuchen euch alle zu ermutigen, dass das was sein könnte, das euch Spaß macht. Das kann auf den Beruf hinlaufen, das kann aber auch einfach nur dazu dienen, einfach besser mit Computern, mit Technik, mit Systemen umgehen zu können, weil wir alle wissen, wie stark das wichtig ist heutzutage in der Gesellschaft, wenn man sich zurechtfinden will, mit diesen ganzen Sachen umzugehen. Und vielleicht hat euch das Wochenende hier oder das nächste Mal, wenn ihr kommt, ja dann auch ein bisschen dabei geholfen, ein bisschen mehr zu verstehen, wie eigentlich alles funktioniert in diesen Kisten drin und auch einfach mitzunehmen, dass man nicht einfach alles nur so annehmen muss, wie es ist und kaufen muss, sondern, okay, mein Bildschirm geht immer weg, sondern, dass man die Dinge selber in die Hand nehmen kann, dass man selber programmieren kann und dass man die Macht hat, das auch zu verändern. Das ist eigentlich das, was wir rüberbringen wollen, jetzt auch im 10. Jahr. Und ich weiß gar nicht, das wievielte Mal in Hamburg, aber auch schon sehr, sehr oft, fast jedes Jahr. Die nächste Gruppe hat währenddessen schon aufgebaut. Die Gruppe hat sich mit etwas beschäftigt, was für Jugendliche natürlich auch sehr, sehr präsent ist, und zwar Schule, Lernen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ich habe das auch in der Erfahrung gemacht in der Schule. Lernen ist nicht immer super spannend. Also wird nicht immer super spannend rübergebracht. Und das muss es aber. Also es kann viel schöner rübergebracht werden. Es kann viel schöner als Lernerfahrung sein. Und damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Ich hoffe, ihr habt genauso ein Glitzern in den Augen wie bei der Probepräsentation. Das ist nämlich auch was wir den Tag vorher machen. Einer der MentorInnen ist selber Lehrer und es war ein faszinierendes Glitzern in den Augen, als sie es präsentiert haben. Es ist eine tolle Art, Sachen neu zu lernen. Und dieses Glitzern wird Quizlies auch in eure Augen bringen. Applaus! Hallo alle miteinander, wir sind die Gruppe Quizly, Schule mal anders.
Wir sind Clara mit 12 Jahren. Sie hat die Grafik gepixelt, aber ist heute leider krank und kann deswegen nicht kommen. Luna mit 14 Jahren hat den Inhalt und die Präsentation gemacht und Pablo mit 12 Jahren hat das Coding gemacht. Sophia hat bei dem Backend und dem Frontend gearbeitet und ich, Dennis, mit 13 Jahren habe die Grafik gemacht. Unsere Inhalte werden heute sein, was für ein Problem wir abdecken wollten mit unserer App, dann einmal, welche Idee wir am Anfang hatten, wie wir die am Ende umgesetzt haben, welche Herausforderungen wir während der gesamten Zeit hatten und was unsere Vision ist oder was wir halt gemacht hätten, wenn wir noch mehr Zeit hätten. Am Ende werden wir auch noch einmal die App zeigen. Die Probleme, die wir hatten, waren, dass wir die Probleme, die wir abdecken wollten, waren, dass der Unterricht oft sehr uneinprägsam ist und auch langweilig. Und das liegt oft daran, dass der sehr frontal gemacht wird und auch nicht visuell genug ist. Und wenn man zu Hause übt, ist es auch oft schwer, sich selbst zu überprüfen, also ob das, was man gelernt hat, auch richtig ist. Das wollten wir ändern mit unserer App. Unsere Idee, also wie man hier sehen kann, war unser Plakat am Anfang. Das waren die Grundsachen und was unsere Idee war, dass es nicht langweilig wird, also die Quiz-App und das visuelle Wege Dinge zu erklären. Also haben wir es gemacht. Ja, das war unsere Idee. Die Umsetzung, da kann man auch ein Plakat sehen. Da ist eine große Mindmap drauf und wie wir es umgesetzt haben, war, wir haben mit Twinery gearbeitet, wir haben die Bilder gepixelt mit Piskel und wir haben das Quiz in Lerneinheiten eingeteilt und die Themen waren Naturwissenschaften, Sport, Sprache und Allgemeinwissen. Herausforderungen, die wir während der Arbeit bewältigen mussten, waren, dass wir uns anfangs nicht einigen konnten, mit welcher Seite wir arbeiten. Und wir hatten dann auch auf einer anderen angefangen, aber mussten das dann nochmal wegmachen, weil es nicht funktioniert hat. Dann wollten wir noch Bilder einfügen. Das mussten wir dann auch erstmal irgendwie online bekommen, damit wir dann den Link reinfügen müssen können irgendwie. Und als wir dann auch die Bildergröße ändern wollten, hat das auch nicht so gut funktioniert. Das musste dann Pablo machen. Und am Ende wollten wir auch noch GIFs erstellen und die hat Clara dann gemacht. Das war auch recht schwer, weil wir wollten halt, dass sich die Bilder dann bewegen. Die sieht man auch später noch. Und das letzte Problem war, dass wir das gesamte Design erstmal nicht so hinbekommen haben, wie wir es wollten. Die Vision, die wir hatten, also wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, waren die Lernfläche aufzubauen, also da wir im Prototyp nur im Fach Chemie gearbeitet haben und wenn wir mehr Zeit hätten, dass wir zum Beispiel in Mathematik, Biologie, Physik, Deutsch, Sprachen und etc. halt mehr gearbeitet haben und auch noch, dass wir halt mehrere Klassenstufen eingebaut hätten, so dass halt jeder mitmachen kann, ob Zweitklässler oder Zehntklässler. Und dass wir auch mehr Bilder einbauen, dass es nicht aussieht wie ein Sachtext. Genau, das, was man da jetzt sieht, ist das Backend quasi von diesem ganzen Programm. Die einzelnen Pixel oder diese einzelnen Kästchen, das sind diese ganzen Seiten, die wir in dem ganzen Programm haben. Und die haben wir alle miteinander verlinkt. Das kann man mit diesen Pfeilen sehen. Genau, also ich finde, das sieht ein bisschen aus wie so eine riesen Mindmap oder wie so eine Weltkarte eigentlich fast schon. Und genau, das ist das Endprodukt. Und wir haben uns überlegt, wir können das ja einmal ein bisschen durchgehen. Und das am Beispiel von der schönen Welt der Naturwissenschaften. Hier sieht man diese ganzen kleinen Grafiken, die wir auch erstellt haben. Und die hat uns Clara gemacht, die ist ja aber heute nicht da. Und genau, wir haben uns ein bisschen auf Chemie spezialisiert, weil wir sonst nicht genug Zeit gehabt hätten. Und
könnten uns einmal hier die Sicherheit angucken. Das ist nämlich so aufgebaut, man kann sich entweder einen Text einfach durchlesen und dann ist das durch die Grafiken und durch die GIFs, die man ja auch sehen kann, visuell dargestellt. Also das war ja so ein bisschen unser Ziel, dass es visuell ist. Und dann kann man entweder zum nächsten Thema gehen, in diesem Fall die Aggregatzustände, oder man geht wieder zurück zu allen Themen von der Chemie, wo man dann auch unter anderem zum Edelgas kommt. Das zeigt nämlich ein Beispiel, wo man sich durch das Thema durchklickt. Hier in dem Fall müsste man dann darauf gehen, dass man voll Lust hat auf eine Party, also geht man auf die Party. Und dann wird das so ein bisschen spielerisch dargestellt oder erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also muss man sich da weiter durchklicken und bekommt dann auch eine Lösung für das Problem, was man am Anfang hatte. Kommt dann da immer weiter und kann am Ende dann doch zur Party, weil man eben das Problem gelöst hat. Und von dort aus sieht man dann, dass man die letzte Lektion erreicht hat von dem Thema Chemie. Von dort kann man dann zum Quiz gehen und das zeigt uns Pablo noch einmal. Also beim Quiz, wie man sehen kann, sind 10 verschiedene Fragen und wir fangen mal einfach bei 9 an, damit es nicht so lange dauert. Und da sieht man, ist eine Frage, zum Beispiel hier ist es, was ist ein Edelgas? Und dann gibt es 3 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und wir klicken mal auf die erste. Und dann steht da leider falsch. Bitte gehen Sie zurück und probieren eine andere Antwortmöglichkeit. Dann klicken wir auf 9. Und dann auf das zweite. Und dann steht da super, hier geht es weiter. Wir gehen aber nochmal zurück, weil hier soll man sich nicht verwirren. Die dritte Antwortmöglichkeit ist auch richtig. Und von da kann man dann einfach zu Frage 10 gehen. Und dann steht da, dass man es gut gemacht hat und dass wir uns über eine Bewertung freuen würden. Und dann kann man auf Bewertung klicken. Dann steht da, hat dir das Quiz gefallen? Man kann entweder ja oder nein klicken. Wir klicken mal ja. Dann steht da, vielen Dank, guck dich gerne weiter um. Und wenn wir auf nein klicken, dann steht da, das tut mir leid, dann hast du wohl deine Zeit verschwendet. Und dann kann man wieder zu Frage 10 gehen und von da aus die schöne Welt der Naturwissenschaften dahin gehen oder wieder ganz am Anfang zu Quizly. Genau, und damit wir das jetzt nicht nur einmal kurz gezeigt haben, sondern das irgendwie auch öffentlich zugänglich ist, haben wir uns noch überlegt, dass man das ja irgendwie noch in einen Link umformulieren könnte. Den haben wir dann noch mit Glitch erstellt und da hatten wir auch noch so ein paar Probleme, weil wir noch ein paar Umbrüche einbauen mussten, damit das überhaupt so aussieht, wie es eigentlich soll, weil das irgendwie ein paar Probleme beim Übertragen hatte. Und wir haben aber, damit es einfach ist, dann versuchen wir es hier, haben wir einen QR-Code erstellt, den ihr einmal sonst auch gerne scannen könnt, dann könnt ihr euch die Website nochmal angucken. Wie gesagt, bis jetzt ist nur Chemie vorhanden, aber vielleicht wird das ja noch ein bisschen ausgebaut. Und den Code haben wir uns in GIMP erstellt, mit dem QR-Code an sich und dann dem Alpaka, das wir auch selbst gepixelt haben noch. Das wird dann zusammengeführt und viel Spaß dabei. Vielen Dank an euch alle und auch nochmal vielen Dank an unsere Mentoren, weil sonst wäre das wahrscheinlich nicht so cool geworden. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank. Test, bin ich wieder da. Danke an Quizly. Wir erzählen euch jetzt, während die nächste Gruppe schon aufbaut, und das ist Political Block, mache ich die Pausenfee, erzähle euch ganz kurz was über die 10 Events, die wir dieses Jahr in Deutschland haben. Wir sind gerade in Hamburg ganz oben, das seht ihr ja, wisst ihr auch selber. Wir waren auch schon in Dresden, in Köln, in Frankfurt, in München, in Zürich, gerade letztes Wochenende. Wir haben ein Camp mit organisiert. Wir waren auf dem großen Chaos Communication Camp. Das ist dieses große HackerInnen-Camp, was alle 4 Jahre in Brandenburg, nördlich von Berlin, stattfindet. Da waren wir mit über 100 Leuten für eine ganze Woche. Das war
toll und anstrengend, mal was anderes als ein ganzes Wochenende zusammenzuhängen. Wenn euch das interessiert, wird das, glaube ich, erst wieder 2027 stattfinden, aber man kann ja heute schon mal anfangen vorzubereiten. Wir sind gerade parallel zum Linzer-Event. Die Österreicher sind auch immer schon ganz lange dabei und haben dann im November noch das Rhein-Neckar-Event und endlich wieder in Halle. Da gab es eine Pause nach Corona. Die sind schon voll ausgebucht, aber falls ihr noch in Halle mitmachen wollt, das ist, glaube ich, in, Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich glaube ziemlich genau in einem Monat oder in 4 Wochen, da kann man sich online noch für anmelden. Das ist mein Infoblog. So, die nächste Gruppe ist auch schon fertig. Unsere Jugendlichen beschäftigen sich tatsächlich auch regelmäßig mit wirklich auch ernsten Themen. Zum Beispiel die nächste Gruppe hat sich mit dem Problem beschäftigt, mit dem Erkennen von Fake News im Internet, und haben sich eine Idee überlegt, wie man dagegen vorgehen kann, dieses zu flaggen, dieses zu erkennen. Von daher einen ganz tollen Applaus für Political Block. Wir haben Political Block erstellt. Wir sind Mr. Tuxa und ich, also Lou. Wieso haben wir sie erstellt? Wir wollten unwissende Menschen warnen vor Fake News und wir wollten die politische Manipulation von LeserInnen vermeiden. Außerdem wollten wir Zeit ersparen beim Recherchieren oder Gucken von Alpaka-Videos. Das Endprodukt wird in der Firefox-Extension landen, die halt Fake News blockt, das heißt die einzelnen Artikel. Das wird es auch Open Source auf GitHub geben und im Firefox Store dann noch. Wir haben folgende Technologien verwendet. Nix, das ist ein deklarativer Paketmanager. Das heißt, man kann da seine Abhängigkeiten eingeben und unter jeder Linux-Distribution synchronisiert zusammenhalten. Das ist manchmal echt kompliziert. Wir haben Node.js verwendet, um TypeScript zu JavaScript umzuwandeln. Hier haben wir noch ein Beispiel, das ist ein TikTok, da steht, was man sich lesen kann, wichtige Einmeldung, Teilnahme bei JugendHackt ab sofort nur noch mit Katzenohren erlaubt. Hier haben wir unseren PowerHigh, wenn man da draufklickt, aktivieren wir unsere Blocker und der bekommt dann einen roten Rand, das Fake-TikTok, ist leider fake, tut mir leid. Wir haben noch Sprachauswahl, also Deutsch und Englisch. Englische Webseiten müsste man auf Englisch dann stellen, um das zu erkennen. Unser Ausblick ist auf jeden Fall erstmal, das Projekt zu Ende zu stellen und dann noch eine vertrauenswürdige Datenbank aufzubauen mit Daten von Fake News. Das war's. Habt ihr noch eine Sekunde Zeit für uns? Immer doch. Und zwar eine Frage, die ich persönlich habe die euch schon gestellt, aber die anderen wissen das natürlich nicht. Und zwar, wie würde man überhaupt an die Fake News kommen? Also wissen so, hey, das sind jetzt Fake News. Wie stellt man das fest? Oder auf den Webseiten, wie würdet ihr das machen? User können auf den GitHub Repository jeweils die Webseite melden und dann guckt sich das halt ein Contributor an, ob dies Fake News sind und bestätigt das dann halt. Genau, das ist, glaube ich, eine sehr coole, interessante Information. Ich finde das einen sehr coolen Ansatz. Von daher nochmal einen tollen Applaus für Political Block. Danke. Die nächste Gruppe Mindrooms kann auch schon mal hochkommen. So, ich musste... Volle Transparenz, es geht immer was schief, deshalb musste ich noch eben an den Computer. JugendHackt ist auch immer scheitern und daraus lernen. Zum Beispiel jetzt gerade, ich wollte euch noch eine Zwischendurch-Info geben. Wir haben nicht nur die JugendHackt-Events, wir haben seit 3 Jahren auch Labs. Das sind Veranstaltungsorte, wo tatsächlich einmal die Woche oder alle 2 Wochen Workshops stattfinden. Die gibt es noch nicht in allen Städten. Hier im Norden sieht man, da ist noch auf jeden Fall ein bisschen Luft. Wir haben tatsächlich, es gibt Pläne von Menschen in diesem Raum, nächstes Jahr in Hamburg tatsächlich auch sowas zu öffnen. Wenn ihr
Wer von euch aus einer dieser anderen Regionen kommt, kann da sehr gerne vorbeigucken. Auf unserer, yes, das Mate-Geräusch, sehr wichtig für Chaos-Veranstaltung. Wer aus einer der Regionen kommt, kann gerne mal da vorbeigucken. Auf unserer Webseite stehen auch die ganzen Termine. Ganz neu ist auch Potsdam, da wird tatsächlich am 3. November eröffnet. Ja, und da gibt es halt immer Programm. Das ist so ein bisschen ein Ort, um weiterzuarbeiten an eigenen Projekten oder einfach auch neue Features zu lernen, wie mal eine Programmiersprache oder andere Sachen. Ich sehe schon hier, ihr seid ungefähr bereit, dann genau. Verlasse ich die Bühne auch wieder. Die nächste Gruppe, auch die, wie gesagt, ist immer auch ein großes Thema, beschäftigt sich mit Spielen, insbesondere mit einem bestimmten Spiel, Minecraft, was immer vorne mit dabei ist bei den beliebten Spielen. Und für die, die es nicht wissen, Minecraft kann man tatsächlich relativ einfach auch verändern, das nennt man Modden. Und damit hat sich die Gruppe beschäftigt, ein echtes bestehendes Spiel, Minecraft, zu verändern, zu modden. Von daher, Minerooms, großen Applaus für Minerooms. Habt ihr ein Mikro? Nein. Okay. Damio. Ja, wie schon gesagt, wir sind Team Minerooms. Wir sind Daniel. Das ist Daniel. Moritz, das ist Moritz und ich bin Jeremy. Problem, Fragestellung und warum haben wir das gemacht? Wir haben halt Spaß am Spiel Minecraft. Und weil bald Halloween ist, haben wir uns vorgenommen, Minecraft Backrooms zu machen. Was sind die Backrooms? Das erklärt einmal Moritz. Die Backrooms sind eine Art unendliches Labyrinth, wo Monster drin sind. Und es gibt nur einen einzigen Ausgang. Und den kann man auch nur einzeln betreten. Das Endprodukt sollte ein Labyrinth, was sich immer mehr vergrößert werden. Und die Monster sollten beliebig viel an zufälligen Orten spawnen. Und wir haben auch selbst Texturenpakete erstellt. Die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, waren Minecraft. Die unterstützten Versionen waren 1.19.2 und 1.20.2. Wir haben im Multiplayer-Modus einen Server gemacht, auf den wir auch bald online stellen werden. Wir haben TextureMC als Texturenersteller benutzt. TextureMC ist ein Texturenersteller, wie schon erwähnt. Und jetzt kommt die Live-Demo von Daniel. Hier sieht man einmal die Backrooms von innen. Da laufen Monster rum, wie man sie schon hört. Da hinten sieht man noch eins. Und wir haben auch noch ein paar andere Monster gemacht. Die wird Daniel gleich zeigen, wenn er einmal das andere Monster richtig gezeigt hat. Wir haben einmal einen Zombie umgeändert zu einem Monster aus den Backrooms. Ein Rohrmonster, glaube ich, hieß das. Und dann haben wir noch einen Wüstenzombie auch umgeändert, auch zu diesem Monster. Ja, und sonst haben wir noch ein bisschen was anderes mit Texturen gemacht. Aber das ist jetzt nicht so spannend, das haben wir einfach nur zum Spaß ein bisschen was machen. Wie wäre es, wenn unser Kollege jetzt einmal Daniel das Texturenpaket ausschaltet? Und so würde es halt jetzt ohne Texturenpaket aussehen. Sieht man, wir haben schon einiges gemacht. Ich würde sagen, wir sind jetzt fertig oder will einer von euch noch was sagen? Nee. Willst du noch was sagen, Daniel? Bevor wir das gebaut haben, wollten wir mit solchen Blöcken
ein selbstgenerierendes Fabrikant bauen und wir haben so vier verschiedene Blöcke entwickelt. Das rechts unten ist das T, das oben ist das X, das I und da ist nochmal das umgedrehte L. Und damit wollten wir am Anfang eigentlich ein selbstgenerierendes Labyrinth generieren lassen, das immer einen Ausweg hat, aber trotzdem unendlich ist. Aber dann haben wir herausgefunden, dass das zu viel Zeit gedauert hat und dann sind wir auf die andere Weise gestiegen. Ja, das war dann unsere Präsentation zu Mindrooms. Vielen Dank dafür. Genau, die Pixel-Zeitmaschine kann sich schon mal bereit machen. Das ist das Nächste. Ich sage euch währenddessen wie immer irgendwas. Jetzt möchte ich nämlich Danke sagen. Vielleicht stelle ich mich mal hier hin, dann stehe ich nicht vor den Namen, dass ihr die auch alle lesen könnt. 32 Leute hier hinter den Kulissen im Wesentlichen dafür. Könnt ihr, das ist sehr wichtig. Die Mentoren haben ziemlich viel coole Arbeit gemacht. Genau. Jugendhack in Hamburg wäre nichts ohne all diese Leute. Ich lese die Namen jetzt mal nicht vor, aber bitte lest die. Soll ich sie vorlesen? Ja. Ja. Na gut. Jugendhack in Hamburg. Vielen, vielen Dank an André, an Karl, an Danimo, an Erdgar, an Elisabeth, an Emma, an Fabienne, an Franziska. Danke an Frieda, Hanna, an Helena, an Helene, an Yannick, an JTBX, an Johanna, an Cara, an Leonie, an Lisa und Lisa, an Ludger, Matthias, Max, May, Moritz, Olaf, Peter, Philipp, das bin ich, Simpel, Sven, Thies, Win und Yuki. Vielen, vielen Dank für euren Support. Das nächste Thema von der Gruppe ist die Faszination Zeitreisen. Ich glaube, das verbindet viele Leute hier. Ich finde das auch sehr faszinierend. Und die nächste Gruppe hilft uns dabei, sich ein bisschen in den Zeitreisenden reinzuversetzen und unterschiedliche Welten zu unterschiedlichen Zeiten zu sehen. Von daher einen riesigen Applaus für die Gruppe Pixel Zeitmaschine. Hallo, wir sind Team Pixel Zeitmaschine und bestehen aus Nils, Mika, Henry, Till und mir, Fritz. Ja. Ja, unser Spiel ist halt zum Thema Zeitreisen. Es ist eine Art Puzzlespiel und noch nicht ganz fertig, aber es steht das Grundgerüst. Man soll ein Problem in der Gegenwart lösen, indem man das Problem halt in der Vergangenheit bekämpft. Und da wir unser Spiel nicht live vorführen können, haben wir für euch ein paar Bildschirmaufnahmen gemacht. Zum Beispiel diese hier von der vom Anfang. Das hat Nils gebaut. Das ist ein Alpaka. Und die nächste Map ist von Henry. Das ist eine Farm. Und dann haben wir noch von Fritz haben wir noch ein altmodisches Dorf. Ja. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum haben wir dieses Spiel gemacht? Also zuerst einmal natürlich, um Spaß zu verbreiten und Leuten eine Methode, sich die Zeit zu vertreiben, zu geben.
und auch ein kostenloses Online-Spiel für die ganze Welt zur Verfügung zu stellen. Außerdem waren in unserer Gruppe noch welche drin, die haben noch nichts wirklich mit Spieleentwicklung zu tun gehabt und konnten dann damit anfangen. Außerdem haben wir uns mit diesem Thema Zeit und Zeitreisen auseinandergesetzt und wir waren davon fasziniert. Zum Beispiel die gegenwärtigen Events. Was wäre gewesen, wenn ein Zeitreisender zurückreist wäre und die so verändert hätte und die darum entstehen? Und was wäre, wenn das verhindert werden würde? Ja. Wie haben wir das gemacht? Also zuerst einmal haben wir mit RPG Papermaker gearbeitet. Das ist ein Programm, mit dem man Welten erstellen kann und dann bearbeiten kann. Und für die Figur, die man hier sieht, haben wir Pixel Art benutzt, um die zu pixeln. Ja, der Ausblick für unser Spiel. Also erstmal soll die Storyline weiter ausgearbeitet werden, die ist gerade noch in Ruinen, sag ich mal so. Dann sollen noch mehr Sidequests eingebaut werden, weil wir haben momentan nur 4 Hauptquests und die sind auch noch nicht ganz fertig. Und das Zeitreisethema ist auch noch nicht wirklich eingebaut, was natürlich sehr schade ist. Ja, wir haben halt noch nur die Welten erstmal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Genau. Der Parteisimulator. Genau. Der Parteisimulator kommt online. Währenddessen sage ich noch mehr Danke und lese wieder weitere Namen vor. Irgendwie fehlt hier eine Grafik, die hat irgendwie offensichtlich den Export nicht überstanden. Ja, bitte, kommt drauf, das ist genauso gedacht, ignoriert mich einfach. Ich lasse euch mal eben durchgehen. Wir möchten ja ganz herzlichen Dank sagen an unsere FörderInnen, die uns unterstützen und so Jugendhakt in Hamburg ermöglichen. Ich weiß gar nicht, wo ich stehe, vielleicht hier. Wir möchten Dank sagen an den Medienbildungsfonds, das ist von der Behörde für Schule und Berufsbildung. Wir sagen herzlichen Dank an die Heidehof-Stiftung, die irgendwie, es tut mir sehr leid, da fehlt, wir bauen das hinterher ein, und die Zeitstiftung und auch vielen, vielen Dank an unsere SponsorInnen, das ist einmal Hamburg Live, vielen, vielen Dank für den Support und auch vielen Dank an die Code Week und Meet and Code und last but not least, vielen, vielen Dank wieder an das Beta-Haus, wo wir jetzt schon zum, ich weiß nicht wievielten Mal sind, vielen Dank auch an Tina und alle vom Beta-Haus, dass wir hier jedes Jahr einfach zu Gast sein dürfen und außerdem noch vielen Dank an alle, die hier einzeln gespendet haben, damit das funktioniert. Danke. Die nächste Gruppe ist hier schon in den Startlöchern und auch schon ganz wild vorzutragen. Auch sie haben ein Spielprogramm, aber ein sehr besonderes, ein Spiel aus einem sehr besonderen Genre, den Simulatoren. Wer Simulatoren nicht kennt, die Idee ist, die echte Welt, den Aspekte der echten Welt darzustellen und selber auch was daraus zu lernen und auszuprobieren, wie es ist, dort Sachen zu verändern. Hier geht es um Politik und alles andere darf ich die Gruppe selber erklären. Herzlich willkommen, Parteisimulator. Hallo, wir sind Alina, Anna, Felix, Alexander, Emil und meine Wenigkeit Sydney. Wir haben an einem Tag den Parteisimulator entwickelt. Und in dieser Präsentation werden wir unsere Ideen angucken und was uns inspiriert hat. Inspiriert hat uns ein Ameisenkoloniesimulator. Den bestimmt hier auch manche kennen. In diesem Ameisenkoloniesimulator muss man als Ameise den Wald erobern. So in der Art ist auch unser Spiel. Denn in unserem Spiel muss man als Politiker Bundesländer überzeugen, einen zu wählen. Wie man das macht, erfahrt ihr in der Präsentation. Ich gebe jetzt weiter an Alina, die euch die Ideen näher bringt. Ja. Wir wollten ein Spiel erstellen, was einfach verständlich ist und zudem taktische
Fähigkeiten erfordert und dem Spieler quasi ein besseres Verständnis für politische Entscheidungen vermittelt. Geplant war, dass wir noch eine Moral quasi mit reinbringen, die dem Spieler alle 2 bis 3 Minuten eine Frage stellt und deren Antwort eben eine Fähigkeit beeinflusst, die den Verlauf des Spiels verändert. Eine Frage wäre zum Beispiel, ob man Strom eher durch erneuerbare oder durch fossile Energien gewinnen möchte. Wenn man dabei fossile Energien zum Beispiel wählt, hat man vielleicht mehr Wähler, die als Währung quasi gewertet werden, aber hat einen schlechteren Umweltfaktor, der dann eben andere Auswirkungen hat. Dadurch kann man auch lernen, dass man teilweise mit einer schlechteren Moral vielleicht ein besseres Ergebnis erzielt, aber negative Auswirkungen auf das Gesamtland damit erzielt. Ja, der Spieler soll dadurch vor allem auch lernen, dass auf jede Aktion noch eine Reaktion folgt. Und Anna erklärt euch jetzt alles Weitere. Genau, und zwar erkläre ich euch einmal, wie wir dabei vorgegangen sind. Also als erstes haben wir alle Ideen gesammelt, die wir irgendwie hatten, einfach gebrainstormt, was könnte man machen. Dann haben wir geguckt, was davon wirklich wichtig ist und was wir als erstes reinnehmen sollten, denn am Anfang hat man ja meistens ganz, ganz viele Ideen und muss erstmal gucken, okay, wo fangen wir eigentlich an, was könnte ein einfacher Prototyp sein, mit dem wir erstmal anfangen können. Deswegen haben wir dann alles genommen, was wir machen müssen, was wir erstmal überhaupt umsetzen wollen, daraus eine Tabelle erstellt, was ist jetzt wirklich wichtig, was sind Must-Haves, was sind Should-Haves, eher Could und so weiter, haben das dann aufgeteilt. Eigentlich war der Plan 3 Programmierer, 3 Grafikleute, alles ein super Plan, jedoch... Ja, also am Anfang war die Idee, dass wir 3 Programmierer und 3 Designer haben. Danach kam aber diese Chromebooks. Ja, wir haben zwei unserer Programmierer hatten Chromebooks als Leihlaptops und wir haben 8 Stunden daran gesessen, Unity darauf zu laufen zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Also hatten wir am Ende einen Designer, der zum Programmierer werden musste, und dann hatten wir halt 2 Programmierer und 2 Designer. Die 2 Leute, die halt nicht programmieren konnten, saßen halt dann als Orga oder als helfende Hand bei den Designer, damit halt was fertig wird. Das Git hat übrigens auch nicht funktioniert. Wir haben uns verschiedenen Softwares bedient. Für die Grafiken haben wir Piskel und Aceprite verwendet. Piskel haben wir für diese Pixel-Grafiken, die wir auch schon die ganze Zeit so schön am rechten Rand der Präsentation hatten, genutzt. Und mit Aceprite haben wir die Karte erstellt, beziehungsweise Felix hat das gemacht. Die werdet ihr dann auch gleich noch sehen. Die Game Engine, für die wir uns entschieden hatten, ist Unity, weil schon viele von uns Erfahrung damit hatten und wir deshalb schnell starten konnten. Und als Code-Editor hatten wir Visual Studio Code und eben Git, um auf mehreren Geräten gleichzeitig arbeiten zu können und trotzdem überall am Ende das gleiche Ergebnis zu haben. So, jetzt kommen wir zu unserem Endprodukt. Wunderschön, wie man sieht. Als erstes haben wir hier eine Charakterauswahl, wo man wunderschöne Alpakas auswählen kann, die man selbst spielen kann. Welches nehmen wir? Hut wurde überstimmt. Hut. So. Hessen. Okay, wir wandern jetzt in Hessen ein. Also wie man sieht, haben wir ein System, mit dem man Wahlhelfer verschicken kann. Wenn man 10 Wahlhelfer in ein Bundesland schickt, hat man das Bundesland überzeugt von seinen politischen Machenschaften. Und das Spiel endet halt nach 10 Minuten und dann sollte man halt Deutschland erobert haben. Deutschland weg, Polen soll nach Baden-Württemberg reichen. Unser PR-Team wird langsam sauer. Ich sollte aufhören zu reden.
Und das war unser Spiel. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Das Team Webseitenaktualisierung kann sich ja schon mal startklar machen. Startklar heißt einfach auf die Bühne kommen. Und ich erzähle euch währenddessen was über das Team hier in Hamburg und habe eine Folie und stelle mich einfach mal auf die Seite. Damit ihr auch wisst, die meisten hier im Raum haben sie ja schon getroffen, wer Jugendhakt in Hamburg für euch organisiert hat. Das hat auch nicht erst vorgestern angefangen, sondern Anfang des Jahres ungefähr. Also für ein Wochenende arbeitet man ganz schön lang bei Jugendhakt. Das sind Anne, Alex, Birte, Rike, Anna, Sandra und Hanno. Wir möchten Hanno ganz besonders grüßen hier von der Bühne, weil Hanno leider krank ist und nicht dabei sein kann. An der Stelle möchte ich auch ganz lieb auch nochmal mich bei Philipp bedanken. Ich sollte mich eigentlich auf dieser Bühne zusammen mit Hanno stehen. Und als er dann plötzlich Freitag meinte, ja, schwierig, dann hatte ich einen kurzen Anschlag auf den Philipp vor. Und von daher, danke an Philipp. Danke, danke. Ich freue mich auf nächstes Jahr, dann kann ich wieder gemütlich im Publikum sitzen und Hanno zuschauen. Also, das Hamburger Team sagt, wenn ihr ihnen nochmal begegnet hier, wenn das vorbei ist, bitte gerne nochmal Dankeschön. Seid ihr bereit? Ja. Dann als nächstes, die nächste Gruppe. Ja gut, die beschäftigt sich mit Webseiten. Und zwar, wir kennen alle die schlechten alten Webseiten. Und wie macht man die besser? Wie aktualisiert man die? Damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Von daher einen großen Applaus an die Gruppe Webseitenaktualisierung. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation über halt how to Webseiten aktualisieren. Also wie aktualisiert man Webseiten? Denn unser Problem war, dass halt viel zu viele Webseiten zu alt und zu hässlich sind. Und das wollen wir halt ändern. Außerdem sind auch einfach die Inhalte nicht mehr besonders aktuell. Und ja, und das Projekt ist von Leander und Leopold. Was haben wir gemacht? Oder auch how to Webseiten aktualisieren. Wir haben uns ein Konzept überlegt, mit welchen Schritten man eine Webseite von Grund auf neu aktualisieren kann. Das haben wir dann auch mal an einem Beispiel erprobt. Schritt 0 oder auch Hacken ohne zu programmieren. Als allererstes haben wir uns einen Plan erstellt, wie wir das denn angehen wollen, damit wir auch wissen, was wir tun. Und der sah folgendermaßen aus. Schritt 1 oder auch how to wichtige Informationen rausfiltern. Wir haben geguckt, welche Daten wir noch gebrauchen können und haben sie danach gesichert. Schritt 2 oder auch how to Zielgruppen finden. Als zweites haben wir uns eine fiktive Person überlegt. In unserem Fall war die Person Ökologie-Udo. Da wir nämlich uns überlegt haben, was macht diese stereotypische Person aus und wie müssen wir die Website gestalten, damit die auch der Person gefällt und die gerne die Sachen kauft oder spendet, was halt unsere Ziele waren. Schritt 3 oder auch how to durchnavigieren. Unser dritter Schritt war uns zu überlegen, wie man sich durch die einzigen Elemente navigieren kann. Wir werden uns auch relativ schnell einig. Schritt 4 oder auch how to Öko-Udo überzeugen. Wir haben uns überlegt, wie wir Udo überzeugen können. Und zwar haben wir uns dafür einen Überzeugungstrichter überlegt, der halt in vier Schritten in vier Schritten aufgebaut ist. Als erstes müssen wir die Aufmerksamkeit erregen. Das kann man machen über Social Media oder Flyer. Dann müssen wir noch das Interesse der Leute wecken. Und zwar zum Beispiel mit dem Bio-Siegel oder irgendwelchen anderen Dingen. Dann müssen wir noch den Wunsch erfüllen, irgendwie mehr darüber zu erfahren. Das kann man machen mit Fotos oder Videos. Und letzten Endes dann wird das Ziel erfüllt. Und zwar, dass wir Geld sammeln oder irgendwas verkaufen. Jetzt kommt die Live-Demo. Ja, warum sieht das so? Egal. Das war letzten Endes unsere Website. Ich habe sie irgendwie anders in Erinnerung, aber egal. Letzten Endes
haben wir einen komplett von Null auf nochmal angefangen. Wir haben sie komplett neu aufgesetzt und uns halt nur die Daten, die wir noch brauchten, von der alten Website runtergeholt. Das ist die alte Website. Und wir fanden es halt erstens eine Frechheit, dass sie 2018 das letzte Mal aktualisiert wurde. Und zweitens fanden wir es auch eine Frechheit, dass im Reiter letzten Endes unter Aktuelles die Suche und was war es noch, irgendwas zum Newsletter war. Das gehört einfach nicht unter Aktuelles. Naja, das waren so unsere Gründe, warum wir das neu aufsetzen wollten. Wir sind noch nicht fertig geworden. Sieht man, glaube ich, auch ein bisschen. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir das aufteilen. Der eine macht die einen Seiten, zum Beispiel hat Leander übernommen, über uns zu machen oder unsere Ziele. Und ich habe die Homepage erstmal übernommen und Organisation auf unserem Gelände. Und dann haben wir noch angefangen, mit der CSS zu arbeiten. Sieht man, glaube ich, auch ein bisschen. Und dadurch haben wir letzten Endes diese Website erstellt. Danke fürs Zuhören. Ein Moment. Eine Frage, auch das ist was Sie uns vorher anvertraut haben. Und zwar, die Idee ist auch schon, dass die Sachen, die ihr gemacht habt, die kann man schon noch einfach auf ganz viele Webseiten anwenden. Genau, das war die Idee, dass wir halt eine Art Grundkonzept schaffen, wie man jede Webseite entweder aktualisieren oder auch neu aufsetzen kann. Und das haben wir dann halt an diesem Beispiel uns auch selbst durchgesetzt. Vielen, vielen Dank. Dann einen großen Applaus an die Gruppe. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufbauen tatsächlich für Clean Air Everywhere. Von daher ganz viel Zeit für dich. Okay, da habe ich ja genau in dem Moment... Nee, warte, ich mache einfach eine andere Folie und erzähle... Na? Nee. Entprellte Schalter, so wichtig. Was anderes, während ihr aufbaut, kommt einfach mal hoch, ignoriert mich einfach oder ich stelle mich... Kann ich nach vorne gehen oder bin ich denn... Nee, ich bin gar nicht im Bild. Noch geiler. Denn singe ich jetzt hier das sehr wichtige Lied. Unterstützt uns dabei, mit Code die Welt zu verbessern, unser Slogan. Unter dieser Seite haben wir schon Infos für euch zusammengestellt, wie ihr Jugendhackt fürs nächste Jahr unterstützen könnt. Weil ehrlich gesagt, es war lange Zeit nicht glaubt, dass hier stattfinden kann. Wir haben hinter den Kulissen, nicht ich, aber die vielen Leute, die ihr eben gesehen habt auf der Folie, sehr viel Klinken geputzt, sehr viel telefoniert, sehr viel Werbung gemacht, sehr viel zu Events gegangen, um die Finanzierung für dieses Event zusammenzustellen. Wir sind ja nicht grundständig finanziert, das heißt, es ist immer eine Story von Jahr zu Jahr. Jede Stadt versucht das für sich ein bisschen. Und wir finden, wir machen eine sehr gute Arbeit und die kostet natürlich auch Geld, trotz dieser vielen, vielen tausend Stunden, sage ich jetzt mal, die da in freiwillige Arbeit reingehen. Es ist nicht umsonst, ein ganzes Wochenende mit so vielen Leuten zu machen und sie zu versorgen. Deshalb, wenn ihr Leute seid, die uns gerne was spenden wollen, das fänden wir sehr super, wenn ihr Kontakte habt in die Bereiche, die dann im Endeffekt auch davon profitieren, dass wir hier so eine tolle Bildung machen, dann bringt die doch gerne mal mit uns in Verbindung, damit das auch weitergehen kann und damit vielleicht auch nächstes Jahr die Nervosität im Team etwas früher aufhört, ob das denn hier überhaupt stattfindet, weil ohne Geld geht es dann am Ende doch nicht. Das heißt, wenn euch das gefallen hat, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, als Teilnehmende oder vielleicht auch als Eltern, das kostet nichts, weil wir tatsächlich wollen, dass alle mitmachen können und das einfach die beste Einstiegshürde ist. Aber natürlich kostet es uns trotzdem was. Und wenn ihr das Gefühl habt, das war super, dann pay it forward, wie man auf Englisch sagt, ermöglicht, dass es weitergehen kann. Vielen Dank dafür. Als nächstes kommen wir zu einem sogenannten Hardware-Projekt. Wir haben nämlich da auch einen Raum, wo wir ganz viel Technik haben, mit dem du Sachen drucken kannst, zusammenlöten. Und wir haben auch eigentlich jedes Jahr auch wieder wirklich Hardware-Projekte. Das ist eins davon. Und ich finde die immer besonders cool. Und ich hoffe, dass ihr sie auch besonders cool findet. Vor allem auch, weil das Thema wirklich wichtig ist und ein wichtiges Problem anspricht. Von daher einen großen Applaus zu Clean Air Everywhere. Okay, so, läuft. Also, wir sind einmal Sascha, Freddy, Moritz und dort drüben Leila und Nastja vom Projekt Clean Air. Am Anfang haben wir uns gefragt, gibt es überhaupt genaue Luftqualitätsdaten
Daten von Deutschland. Wir sind nämlich draufgekommen, dass die meisten Luftsensoren nur in den Städten und eben kaum auf dem Land sind. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, wie die Luftqualität oder generell die Luft auf dem Land aussieht. Dadurch kann es halt passieren, dass wir eigentlich offensichtliche Luftverschmutzungsquellen einfach übersehen, weil wir keine Daten über diesen Ort haben. Um dieses Problem zu lösen, haben wir an Fahrradfahrer gedacht. Fahrradfahrer fahren nämlich nicht nur in den Städten und großen Verkehrsstraßen lang, sondern eben auch am Land, Dörfern und Feldwegen und sowas. Und die könnten einfach indirekt sozusagen Luftqualitätsdaten über den Ort sammeln, wo sie gerade waren. Dann kommen wir jetzt einmal zum Endprodukt. Unser Endprodukt war ein mobiler Luftqualitätssensor am Fahrrad mit der Webseite inklusive Karte von Deutschland, wo die Sensoren gesammelt und visualisiert werden. Und dadurch kann man Luftverschmutzungsquellen aufdecken, wie zum Beispiel illegale Müllverbrennung. Hallo, also wir haben dafür benutzt im Backend Java mit Spring Boot, also als Framework, im Frontend der Kollege gemacht mit Vue und OpenStreetMap. Das ist schön, dann muss man keine Karten selber machen. Und auf den Minicomputern, falls die kommen nachher noch, die sind mit C++ vollgeschrieben. Hardwaremäßig haben wir da ein ESP verwendet, die sind Arduino-ähnlich, können sich aber mit dem Internet verbinden, das ist toll. Und ja, ansonsten haben wir noch so einen coolen 3D gedruckten Kasten dafür gemacht. Da druckt der Kasten gerade im 3D-Drucker. Und das da drüben ist einmal unser Projekt auf dem Breadboard und das, was uns wachgehalten hat die ganze Zeit. Hier kann man einmal die Hülle sehen, die wir am Ende 3D ausgedruckt haben. Jetzt kommen wir einmal zur Live-Demo. Hier sehen wir einmal zweimal im Prinzip das Gleiche. Das ist unser Minicomputer, also das Gehirn von unserem Prototypen. Und da ist der Sensor, der die Daten dann an den Computer schickt. Unser Computer, der kann sich mit dem WLAN verbinden, deshalb wir sehen jetzt nicht nochmal irgendwie, dass das an meinen Laptop angeschlossen ist, sondern das funktioniert komplett kabellos. Und da ist im Prinzip nochmal das Gleiche drin, nur eben etwas schöner mit einem Alpaka-Sticker. Genau. Wenn man das jetzt einmal einstöpselt. Dann werden diese Sensoren jetzt erstmal langsam starten. Am Anfang braucht das noch ein bisschen Zeit, weil die sich noch quasi aufwärmen müssen. Und das heißt, ich gehe noch mal ein bisschen auf ein paar Details ein. Unser Gedanke, weil wenn die jetzt auf dem Fahrrad so durchs Land fahren oder so, haben die ja nicht dauerhaft eine Internetverbindung. Das heißt, in der Zwischenzeit speichern sie quasi die ganze Zeit ihre aktuellen Positions- und Luftqualitätsdaten. Und wenn man dann wieder zu Hause im WLAN ist, werden diese Daten dann hochgeladen an unser Backend, also unser Server mit einer Datenbank. Und dazu haben wir dann halt ein Frontend, also eine Webseite, wo man dann auf einer Karte diese Daten gesammelt sehen kann. Genau, wenn es gut läuft, dann sieht man jetzt auch schon auf unserer Webseite, wie erste Punkte ankommen. Wir haben jetzt noch keine echten GPS-Daten, das heißt, wir sehen jetzt hier quasi, wie diese beiden Sensoren live quasi zwei theoretische Routen abfahren in Hamburg. Einmal oben, so eine kleine Ecke, und um die Alster drumherum. Und genau. Und wenn wir jetzt, also das sind tatsächlich auch die Live-Daten, das heißt, wenn wir da einmal reinpusten, dann sollte da quasi grüne Punkte sind gute Luftqualität, rote Punkte bedeuten eher schlechte Luftqualität. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sieht, also weiter oben. Genau, da werden die Punkte jetzt schon so von grün so zu orange, ein bisschen dunkelorange, wenn man noch mehr pustet, werden sie auch irgendwann rot. Und ja, so würde das dann später aussehen. Genau, es hat natürlich nicht alles sofort geklappt, sonst wären wir ja auch sofort fertig gewesen. Wir hatten noch unterwegs ein paar Probleme. Unser erstes Problem, womit wir uns die ersten paar Stunden beschäftigt haben, war,
dass quasi die Verbindung zu unseren kleinen Mikrocontrollern mit dem Laptop überhaupt nicht geklappt hat. Die konnten wir gar nicht programmieren. Am Ende war es dann ganz klassisch, wir haben ein USB-Kabel erwischt, welches nur Strom und keine Daten überträgt. Aber das dauert, bis man das herausfindet. Das zweite war, die Sensoren, die wir zuerst verwenden wollten für Luftqualität, wollten eine andere Spannung, als wir tatsächlich hatten. Aber dann haben wir doch noch gute gefunden, die auch bessere Daten liefern. Und ja, danach noch ein bisschen das Einrichten unserer Entwicklungsumgebung. Das hat natürlich auch alles nicht direkt geklappt. Aber mit ein bisschen Zeit und Expertise haben wir es dann herausgefunden. Genau. Und aber auch, was auch ein bisschen Probleme öfters bereitet hat, war die Verbindung zwischen diesen Mikrocontrollern und unserem Backend. Das war alles Mögliche von falsch eingegebenen Adressen, vergessenen Port genau anzugeben, Sicherheitsprotokolle, ob man die jetzt nimmt oder nicht nimmt und wie genau. Aber mit Ausprobieren geht irgendwann alles. Als nächstes schauen wir uns die Ausblicke und offenen Punkte an. Wir wollten einen GPS-Sensor anschließen, damit wir wissen können, wo sich der Sensor befindet und wo die Daten gesammelt werden können. Verbesserte Datensammlung auf der Website, das heißt, dass wir genaue Daten von der Luftverschmutzung bekommen, wäre besserungsmöglich. Besserungsverbesserung. Außerdem würden wir es noch möglich machen, dass wir Luftsensoren messen können, zum Beispiel wie Feinstaub, um zu erkennen, wo schlechte Luft ist. Eine Möglichkeit wäre, dass der Sensor anzeigt, wenn er zum Beispiel Erschütterung gibt, also wo die Straße holprig ist, dann zeigt er das halt an. Und es wäre cool, wenn wir noch mehr solcher Kästen entwerfen könnten. Dann wollten wir euch noch einmal kurz zum Abschluss erzählen, was wir dieses Wochenende gelernt haben. Also wir haben vor allem gelernt, gemeinsam im Team zu arbeiten. Außerdem haben wir uns auch halt, wie gesagt, mit 3D-Druck befasst und uns da halt noch irgendwie ein bisschen fortgebildet. Für mich war auch ein bisschen die Arbeit mit dem Breadboard neu, also da kenne ich mich jetzt auf jeden Fall schon besser aus als vorher. Und wir haben vor allem auch gelernt, wie man Daten auf einer Karte visualisiert. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Ich muss noch mal hier vielen, vielen Dank an die Gruppe. Die nächste Gruppe, Kunst- und Kulturspielesammlung, kann sich auch schon mal fertig machen. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr cooles Projekt. Genau. Sorry, ich musste noch mal an den Computer greifen, um euch noch ein paar Zahlen über das Event zu präsentieren. 45 TeilnehmerInnen, 10 Projekte. Alles ist zählbar in der Informatik, ne? 24 MentorInnen, 7 Leute im Orga-Team, 5 HelferInnen, 1 Keynote-Speaker. Danke nochmal an Matt, dass du am Freitag hier ein bisschen was über Game Design erzählt hast. 10 Kästen Mate, die ausgetrunken werden. Ich glaube, das sind 200 Flaschen, 100 Liter. Und 300 Brötchen wurden gegessen. Das ist das, was wir zählen konnten. Ja. Seid ihr schon ready? Cool. Dann ist jetzt die vorletzte Gruppe. Auch die hat sich gedacht, ein Spiel zu programmieren ist nicht genug Arbeit für einen Hackathon. Und deswegen haben sie nicht ein Spiel programmiert, sondern mehrere. Gestern, der Stand gestern war 3. Ich hoffe, ist das immer noch aktuell. Gut. Und deswegen einen großen Applaus für die Spiele von Kunst und Kultur Spielesammlung. Wir sind Benjamin, Darius, Daniel, Matti, Alex und Tim. Und unsere Spiele sind das Raten um die Zeit, Mal es nach und Wo steht das? Das erste Spiel, das Raten um die Zeit. Hier errät man, aus welchem Jahr ein Foto oder Gemälde stammt, das einem gezeigt wird. Man muss dies innerhalb von einer Minute tun und seine Vermutung eingeben. Je näher man am korrekten Datum ist, desto mehr Punkte kriegt man. Wenn man so ein Spiel mit Bildern programmieren möchte, dann braucht man natürlich auch Bilder. Und die können wir ja nicht irgendwie nachmalen. Also haben wir sie aus dem Internet genommen. Und da musste ich erstmal ein bisschen recherchieren.
um eine Quelle von lizenz- und kostenfreien Bildern zu finden, die wir verwerten konnten. Und ich habe Wikidata gefunden und da habe ich im Query Service eine Suchanfrage gestellt, wo ich das Bild und das Veröffentlichungsdatum bekommen habe und das in eine Datenbank getan. Das zweite Spiel, Mal es nach. Auch in diesem Spiel wird einem für eine kurze Zeit ein Bild gezeigt. Danach muss man es aus dem Gedächtnis heraus so gut wie möglich nachzeichnen. Je besser man das tut, desto mehr Punkte kriegt man. Und das dritte Spiel, Wo steht das? In dieses Spiel ist ein Quiz über Sehenswürdigkeiten, in dem man erraten muss, wo sie stehen. Genau. Die Technologien, die wir für das Programmieren verwendet haben, sind einmal JavaScript und P5. Dies sind Programmiersprachen, die auf dem PC des Users laufen. Sie sind hauptsächlich da, um die Daten möglichst schnell und sauber zu zeigen. Außerdem haben wir HTML für die Webseiten verwendet und CSS, um sie halt das Aussehen zu verändern. Und im Hintergrund auf dem Server läuft auch noch PHP, um die Bilder von den ganzen Sehenswürdigkeiten und so zu laden. Also jetzt zeige ich noch einmal das Endprodukt, sag ich mal, also die Website, die wir gemacht haben. Und zwar gibt es hier drei verschiedene Spielmodi, also die drei Spiele halt, die wir gerade eben auch erklärt haben. Ich fange mal an mit Mal es nach. Da wird einem hier erst ein Bild angezeigt. Ich kann jetzt natürlich nicht mit einer Hand auf dem Trackpad sonderlich gut malen, aber wenn man jetzt hier alles gelb macht zum Beispiel, im Smiley ist ja auch gelb, dann wird einem hier gesagt, dass man 40% davon richtig hat, weil jetzt sehr viel von dem Smiley tatsächlich gelb ist. Genau, wenn man dann hier oben, kann man auch wieder zurück auf die Home-Seite navigieren. Dann gibt es noch das Raten um die Zeit, also aus welchem Jahr zum Beispiel das Bild hier stammt. Da oben läuft dann ein Timer runter, 60 Sekunden hat man Zeit. Und dann kann man hier ein Jahr eingeben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen viel. Ich sag mal 356. Und dann wird einem hier angezeigt, aus welchem Jahr das tatsächlich kommt. Dann als letztes haben wir hier noch, ich mache erstmal hier noch die Über-uns-Seite. Da steht nochmal was über uns und dass wir eben hier an Jugendhack teilgenommen haben. Genau, und dass es eben alles bei Jugendhack entstanden ist innerhalb von den anderthalb Tagen. Jetzt als letztes haben wir noch das Quiz. Unser Quiz. Wir haben das mit Einleitung auch gemacht. Mit Java und JavaScript natürlich. Wir haben öffentliche Daten genutzt, die Bilder von Wikimedia bekommt. Ja. Und jetzt wir zeigen Ihnen gleich unser Quiz. Das Quiz besteht auf ein Bild. Das Bild ist eine Sehwürdigkeit und es gibt vier Antworten, und zwar vier Länder, die man wählen muss, die man raten muss, in welchem Land eigentlich diese Sehwürdigkeit ist. Ich schlage vor, dass wir jetzt eigentlich zusammen machen und ihr werdet das eigentlich rufen, wenn welche Antwort am lautesten wird, dann wählen wir eigentlich. Bulgarien! Ja, es war zwei Antworten, Bulgarien und Ukraine, aber Ukraine ist richtig, das ist ukrainische zentrale Kirche in Hauptstadt, das heißt ukrainische Kathedrale Sobor. Das ist Statue of Liberty in den USA. Ja, richtig. Brasilien! Ja.
Ich glaube, das war eigentlich gleich. Ja, Brasil ist richtig eigentlich. Ja, das ist Tower of London, das steht in Hauptstadt. Ah, Italien und Mexiko ist eigentlich falsch geworden. Und dann bei Trete habe ich Egypt gehört, aber ist eigentlich richtig. Ja, ist klar, Deutschland, glaube ich, ja. Das ist Berliner Mauer. Ja, leider ist es da, was das war's. Und danke schön. Vielen, vielen Dank, da haben wir direkt was gelernt. Dank euch. Jetzt kann sich auch die letzte Gruppe schon vorbereiten. Vielen Dank. Den genau. Namen verrate ich mal noch nicht. Genau, die Alpaklicker kommen. Jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung, denn wir haben ja gerade diverse Spiele gesehen. Vielleicht seht ihr in Hamburg diverse Spiele auch nochmal auf der Folie. Genau, es fängt nämlich am Montag an, das Playfestival. Da war ja Matt auch, der uns vorgestern was erzählt hat von hier, hat uns herzlich eingeladen. Das ist im Jupiter, das ist dieses ehemalige Karstadtgebäude direkt am Bahnhof in der Mönckebergstraße. Und ich habe gehört, dass dort am Mittwoch um 16 Uhr, niemand korrigiert mich, eventuell einige dieser Spiele vorgeführt werden. Ich glaube, es ist aber auch ein gutes, kostenloses Event, wenn man sich für Computerspiele hier in Hamburg interessiert. Das war eigentlich schon mein ganzer Text. Das muss ich, glaube ich, noch länger reden, ne? Ja. Oh Gott. Was habe ich denn noch? Soll ich rappen? Nein. Du kannst schon mal zeigen, was für ein... Also ich kann ja auch schon mal anfangen, anzumoderieren, indem du mir diesen Klicker hier gibst. Ja, ja, klar. Dieser Klicker ist ja furchtbar langweilig. Ist der furchtbar langweilig? Ja. Schon ziemlich langweilig. Sorry, Thies. Er geht auch nicht besonders gut, aber vielleicht ist die Batterie ist, leer. Ich hab gelernt, das ist ein ganz großartiger Klicker. Also erkläre ich dir danach, warum der toll ist. Aber natürlich nicht so toll wie das, was wir jetzt sehen. Denn die nächste Gruppe ist auch wieder ein Hardware-Projekt. Und die nächste Gruppe mag, wie wir alle, sehr gerne Alpakas. Und seid ihr happy, sorry? Ja, genau. Die haben nämlich das hier in ein wenig anders gemacht. Von daher, man kann auch Sachen selber machen. Ein großer Applaus für die letzte Gruppe. Alpaka-Klicker. Alpaka-Klicker. Ups. Wir sind Jona und Leonie. Leonie. Unser Projekt heißt Alpaklicker. Es ist ein Klicker für Präsentationen. Wow, er funktioniert. Er lebt. Unsere Idee war erst mit einer Solarzelle, aber wenn man Hardware bastelt, ist es ein bisschen schwierig. Und Präsentationen zu laufen, anstrengend, mühselig, und wir haben beim Nachbau verstanden, warum die so teuer sind. Die Probleme, Bluetooth und Python mit einem Mini-Controller und dass Platinen sehr groß werden. Also in der Zukunft wollten wir noch Solar integrieren und eine geätzte Platine einfügen.
Danke an alle, die mitgeholfen haben. Ja, und wir zeigen... Jetzt kommt noch eine Demonstration. Hier müssen das... Ja. So, viel Kabel. Also eigentlich war das Ziel ja, dass wir es so wenig wie möglich verkabeln. Aber ja, Hauptsache es ist nicht mehr mit dem Computer verkabelt. Also, wir haben jetzt erstmal die Powerbank für den Strom. Die ist dann mit einem Kabel zur Raspberry Pi 3 verbunden, damit die überhaupt Strom bekommt. Und im Ladekabel ist ein ganz einfaches Stromsystem, dass quasi alle miteinander verbunden sind und jeder hat noch eine eigene Verbindung. Deswegen sind hier auch so ein paar Kabel. Und das ist aus dem alten LAN-Kabel. Also haben wir unser Ziel Nachhaltigkeit so fast verfehlt, aber geht ja. Und dieses Riesending kann Linux, nur weil es so riesig ist. Den Kasten haben wir mit dem 3D-Drucker gemacht. Also ich habe den designt und dann haben wir ihn drucken lassen. Die Knöpfe haben wir dann da drin zusammengelötet und dann funktioniert es auch, haben wir ja gerade gesehen. Wollt ihr ihn mal benutzen? Ich glaube, jetzt schalten wir nicht mehr um, weil ich glaube, wir haben auch nur noch selber eine Folie, aber fürs nächste Mal würde ich gerne mit diesem Alpaka die Folien durchschalten. Vielleicht kriegen wir es ja noch ein bisschen... Wenn wir eine Platine ätzen, dann geht es kleiner. So machen wir das. Ne, irgendwie der hier? Naja, gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den richtigen Alpha-Klicker für nächstes Jahr hier in Hamburg. Der drückt immer zwei... Vielleicht ist es nicht der Klicker, vielleicht ist es mein Computer. Wir wollten euch nämlich eigentlich sagen, dass wir schon am Ende sind der Präsentation. Hier ist noch mal ein ganz tolles Bild von der Gruppe an sich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir sind total begeistert von den Projekten, die dieses Wochenende gestartet, gemacht wurden. Und wir gehen jetzt ganz beseelt, nachdem wir natürlich aufgeräumt haben und alles, nach Hause und freuen uns auf nächstes Jahr und hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet und vielleicht auch wieder hierher oder auch zu anderen Jugendtakt-Events kommen wollt. Von daher vielen Dank und einen Applaus für euch. Applaus